Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Metro 2033. Wir sind in der Bibliothek und wir suchen das Militärarchiv, um Informationen zu finden, wo D6 ist. Und ich gucke mich hier noch ein bisschen um, während meine Freunde da hinten die Monster ein bisschen abhalten. Das soll irgendwo hier oben sein. Die sind auch Viecher. Zögert von selber zugegangen. Okay, ich muss irgendwie einen Weg finden, das Ding aufzuschließen. Sag mal, lebt das Ding hier? Brauche ich hier drin eigentlich die Maske? Ja, hört sich so an. Er hat da Luft geschnappt. Das ist verdächtig. So. Wahrscheinlich liegt der Schlüssel irgendwo hier. Hat er den vielleicht? So genau, klauen wir ihm seine Maske. Kann ich da durch? Nee. Ah, haben wir einen Grafikfehler. So, da hinten liegt noch einer, ziemlich präsent. Oh, fick dich! Muss der mich so erschrecken? So, wenn ich hier reinspringe, gibt es keinen Weg zurück mehr. Hey! Oh, das geht auch? Okay. Oh nein. Hinter der Tür wartet irgendwas auf mich. Kann auch nicht mehr zurück jetzt, ne? Kann ich so aufschließen? Auch nicht. Weg damit. Irgendwas muss doch jetzt hier sein. So, jetzt lass mich mal bitte hier raus. Hallo. Nicht weggehen, wir kümmern uns auf dem Rückweg um euch. Haha, nur ein Scherz. Sind das nicht meine Kumpels? Etwas länger und diese Bestien hätten uns zerfetzt. Gute Arbeit, Artyom.
So, mein Filter geht zur Neige. So, wieder ein bisschen Wasser an Patronen. Toll, ich habe gerade meine Munition verschwendet. Toll, ich habe noch für 5 Minuten Luft. Verschlossen, wieder. Artyom, durchsuche die Räume an den Seiten. Vielleicht kannst du herausfinden, wie man da rauskommt. Du machst das gut. Also gut. Neuronen und Synapsen, supraspinale, Motoriksysteme. Wow. A und B ist Rogatsky. Picknick am Wegesrand. Vertrauter. Ja, Picknick am Wegesrand war auch der Roman zu Stalker. Zumindest basiert es, was war das? Zumindest basiert es irgendwie lose darauf. Ich weiß gerade nicht so recht. Die Räume hier komme ich ja gar nicht rein. Nur der ist so ein bisschen zugänglich, aber... Hier scheint nichts zu sein. Kann ich auch nicht durch. Hier ist nichts. Oh, wow, oh, oh, warte, mit Schrotflinte? Dann mal los. Der kommt doch gleich wieder, oder? Der sich eben verpisst hat hier. Wahrscheinlich muss ich hier durch. Los, komm, zeig dich. Wo ist er? Du machst die Tür von außen? Geht auch nicht. Riecht doch einer. Wieder ein bisschen Filter. Noch ein bisschen. Also ich wusste wohl, dass man hier viel Zeit verbringen wird. Um zu suchen. So, hier kommt bestimmt jetzt ein Monster entgegen gleich. Wie, auch abgeschlossen? Ja. So, die Tür wäre auch auf. Gib dir ein Monster.
Diesmal werde ich keine Munition verschwenden. Ihr macht die Tür da oben auf. Ich warte hier. Na, dann nicht, dass er von hinten kommt. Ich stelle mich nur hier irgendwo hin. Hört das jemand auf? Du hast vermutlich in den Büchern der Heiligen davon gelesen. Muss einmal wunderschön gewesen sein. Bibliothekar! Was? Hör zu, Artyom. Bibliothekar gehören zu den gefährlichsten Kreaturen hier draußen. Wenn wir einen treffen, dann kämpfe nicht und lauf auch nicht weg. Die Bestien greifen nicht an, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lass sie niemals aus dem Blick. Zeig ihnen deinen Rücken und du stirbst. Wenn eine Bestie nervös wird, geh weg, aber langsam. Und wenn du schießt oder nicht guckst, wirst du nie wieder was sehen. Seltsamer Gegner. Okay. Ich dachte, wir sollen nicht schießen. Habt ihr ihn erwischt? Ja gut, ich werde mal gehen. Ich hoffe, ich finde hier noch ein paar Filter. Wie war das? Angucken. Angucken, nicht den Rücken zudrehen. Komme ich nicht durch. Okay, müssen wir uns halt den Weg freischießen. Oh, vorbei? Ich war wieder allein. Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Ganz schön spannend. Ist das Monster, was da vorne abgebildet ist, jetzt hier so ein Bibliothekar? Warum heißt er so? Ernährt er sich von Büchern? Jetzt lad doch etwas schneller. So, vorbei. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Da ist er. So, angucken, angucken, angucken. Wer nervös geht, soll ich weggehen.
Wann ist er denn nervös? Wie komme ich auf die erste Ebene? Ich weiß es nicht. Hi. Noch so einer. Muss er rechts. Hallo. Ah, fuck. Okay, das war nichts. Vielleicht sollte ich mich einfach nicht, vielleicht habe ich mich zu früh bewegt. Das kann natürlich sein. Ich war wieder allein. Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. So, jetzt halt nochmal das Ganze. Gab es irgendwo zwischendurch vielleicht einen Checkpoint? Ich weiß es nicht. Jetzt lade mal ein bisschen fixer. Oh Mann, so fertig. Okay, wieder hier oben. Ich würde aber sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge dann an, wie ich hier weitermache. Macht's gut, ich bin raus. Tschö. Ich könnte ihn noch mal kurz ein bisschen ärgern.